Hallo, ich bin Konstantin Nikopoulos. Willkommen zu Jagdfieber. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Jagdfieber. Heute mit einem hart umkämpften 27:23 gegen die HSG Wetzlar. Und den vierfachen Torschützen Konstantin Nikopoulos, den habe ich heute zu Gast. Und was sein Team über ihn denkt, das seht ihr jetzt. I love Berlin. Konstantin Nikopoulos ist mit Sicherheit einer der facettenreichsten Spieler der Füchse. Schon mit 17 machte sich der Rückraumspieler auf, um die große, weite Handballwelt zu erkunden. Mit Erfolg. 2011 Champions League-Sieger mit Barcelona, dazu zweimal spanischer Meister, Olympiateilnehmer und dementsprechend russischer Nationalspieler und nun zur Freude aller in der zweiten Saison bei den Füchsen. Ich habe gegen ihn schon gespielt, früher gegen die russische Nationalmannschaft und in Barcelona habe ich ihn schon ein paar Mal gesehen. Ist gekommen, ein Spieler, der hat schon wirklich viele Erfahrungen mit großer Handball, das war für uns eigentlich das Wichtigste, glaube ich. Neben seinen handballerischen Fähigkeiten ist der bekennende Berlin-Freund Kunst und Musik interessiert und ein Sprachtalent. Dobro Pajalovac bei Jagdfieber Konstantin Nikopoulos. Jetzt sitzt daneben mir Konstantin Nikopoulos. Unsere Füchse gewannen gerade mit 27:23 und wir hören jetzt aus seiner Sicht, wie er das Spiel gesehen hat. Ja, natürlich ist immer hart zu spielen direkt. Danach spiel über die unser Spiel. Ich war und es fällt so. Ich kann nicht sagen, objektiv, was war richtig da war. Es war natürlich nicht das beste unser Spiel. Aber ich muss sagen, heute war richtig hart von ganzen Seiten. So ich weiß nicht, I never say nichts über die. Über die Tiris, aber heute war ein Moment, wo ich war nicht verstehen richtig, was passiert auf dem Feld. Aber das ist okay, das ist normal, das ist auch Sport und vor unserer, von der Mannschaftszeit, ich muss sagen, wir können das Spiel viel, viel besser und wir müssen machen sofort in das nächste Spiel. Heute gab es ein Nordderby, das Spitzenspiel der DKB Handball-Bundesliga. Der THW Kiel spielte gegen die SG Flensburg-Handewitt. Flensburg gewann mit 34:30. Das heißt, oben an der Spitze rückt jetzt alles ganz eng zusammen. Wir haben 6 Minuspunkte. Kiel hat, glaube ich, jetzt 4 Minuspunkte. Das heißt, es wird eine ganz interessante Nummer und jetzt kommt es auf jeden Punkt an. Okay, das ist gute News, wie sagen, aber ist okay. Dann vor Spiel, wie war gehört hier in der Halle, die Resultate des Spiels, aber ist egal. Wir müssen immer gucken zu unserer Mannschaft, zu unserer Arbeit auf dem Feld und unsere Resultate hier. Dann kommt es andere. Aber das erste Mal ist immer so. So, ich weiß nicht, wann es ist okay. Ich weiß nicht, ob verstehen oder nicht, was ich möchte sagen. Das ist eine schöne Phrase, 5 Euro ins Phrasenstein. Wir denken nur von Spiel zu Spiel und über das heutige Spiel, die Bilder sehen wir jetzt. Szenen wie diese bleiben im Gedächtnis und sind eng verbunden mit dem 27:23 Heimsieg der Füchse gegen die HSG Wetzlar, bei dem die Betonung auf dem liegt, was die Berliner dafür erbringen mussten. Ein ganz hartes Stück Arbeit. Unser überragender Torhüter, der uns ermöglicht hatte, leichte Tore zu erzielen von der ersten und zweiten Welle. Und dass wir in der Abwehr auch besser gestanden haben. Nach dem mühevollen Erfolg unter der Woche im ERF Cup gegen Brest wollen die Spieler von Trainer Dago Sigurdsson wieder einen spielerischen Schritt nach vorne machen. Doch auch ohne ihre zwei Leistungsträger Ivano Balic und Christian Blisnak beginnen die Gäste stark. Zu Beginn der Partie fallen die Tore vermehrt aus dem Rückraum. Bei den Füchsen beginnt Kapitän Iker Romero und findet Pavel Horak, der am Ende der beste Schütze des Tabellendritten sein wird.
Wieder läuft die Aktion über Pavel Horak, der findet Fabian Wiede, der wiederum Matthias Hachison bedient. Nach 15 gespielten Minuten steht es 7:6 für die Füchse. Bei denen fortan Peter Stochel das Tor hütet und dessen erfolgreiche Abwehraktion gegen Wetzlers Tempo-Gegenstoß Grundlage für das 8:8 über die Station Romero und Frederik Petersen ist, der wenig Mühe hat, den Ausgleich zu erzielen. Mit einem 13:13 Unentschieden geht es dann auch in die Halbzeitpause. Wir haben nicht so gut angefangen, auch in Abwehr. Erste 20 Minuten war der Heine, hat auch ganz schwer hat das gehabt, weil die Abwehr war nicht so gut. Ab 15. Minute oder wann haben wir angefangen, gut zu spielen. Nach dem Seitenwechsel ist es zunächst Jungfuchs Fabian Wiede, der mit einem platzierten Wurf aus dem rechten Rückraum die 12:11 Führung erzielt, ehe Konstantin Igropulo in einer jetzt nervöser werdenden Partie die Nerven an der 7-Meter-Linie behält, 13:11. Doch die Gäste bleiben auch zu Beginn der zweiten Halbzeit mutig und geradlinig, Jens Tietke mit dem 13:13. Nachdem die Gäste wieder die Führung übernommen hatten, mussten die Füchse noch einmal auf die Zähne beißen. Der bereits gegen Brest wiedergenesene Jesper Nielsen beißt sich durch. Die Schlussphase wird dann von Pavel Horak, der hier das 20:16 erzielt, und Matthias Hachison geprägt, dessen Treffer letztlich die Grundlage für den Arbeitssieg sind. Wir wollten auch bessere Leistung zeigen als in den letzten zwei Spielen, das heißt in Lübeck oder zu Hause in Brest. Das haben wir mindestens in der zweiten Halbzeit gezeigt. Das heißt, für mich ist das das Positivste einfach, dass wir gewonnen haben, dass wir in der zweiten Halbzeit besser gespielt haben. Aber stand ganz gut. Vor dem Heimspielkracher gegen Kiel am 8. Dezember warten mit dem Bergischen HC und Brest erst einmal Pflichtaufgaben auf die Füchse. Peter Stoche will, falls nötig, auch in diesen Partien wieder Taten sprechen lassen. Was für ein hartes Stück Arbeit das war, das haben wir gesehen. Und was das für ein hartes Stück Arbeit ist, ganz, ganz viele Sprachen zu lernen, das kann ich euch nicht erklären. Aber wir haben hier jemanden sitzen, und zwar Konstantin Igropulo. Er kann jede Menge Sprachen. Und wie viele Sprachen er kann, das sagt er am besten selber. Wie viele Sprachen kannst du, Konstantin? 5. Ohne Deutsch. Deutsch bekommen, 6. Aber bis jetzt 5. Was ist deine Lieblingssprache? Mein Deutsch ist in der ersten Niveau. Aber das Problem über Deutsch ist, hier alle ganz sprechen Englisch. Dann ich immer sprechen Englisch. So, ich kann sprechen Russisch natürlich. Das ist meine erste Sprache. Dann Englisch, dann Griechische, Spanische und Serbo-Kroatien. Wenn du schimpfst, Konstantin, auf welcher Sprache schimpfst du? Jeden Tag auf Russisch, jeden Tag auf Spanisch, jeden Tag, weiß nicht, Griechisch, aber immer andere Sprache, für die Chiris nicht verstehen nicht. Das ist definitiv ein Vorteil. Von den Schiedsrichtern gehen wir mal ganz weg in eine ganz andere Richtung. Du hast eine Frau, die auch sehr, sehr erfolgreich ist, ist ein Popstar. Sieht wirklich top aus, ist total nett, super berühmt. Ist das eher ein Vorteil für dich oder denkst du dir manchmal, Mensch, manchmal ist das nicht ganz so gut? Du musst gucken von beiden Seiten. Von einer Seite ist es gut für unsere Familie, die Frau auch muss und like to arbeit. Also, das ist gut, aber von anderer Seite ist hart auch. Hart, aber wir zusammen bis jetzt so 12 Jahre zusammen von Kinderzeit, und wir haben unsere Taktik jetzt für diese Live. So, alles ist kontrollieren, okay. Nicht super gut, aber okay. Ist sie denn oft mit in Deutschland oder lebt sie mit hier in Berlin? Ja, sie kommen hier, wann wir Spiel in Berlin, wann ich hab Zeit, sondern wann wir hab Spiel aus, dann sie kommt zurück nach Moskau. Jetzt sie ist in USA, so von Arbeit auch.
Wenn deine Frau da ist, wo ihr spazieren geht, wo ihr richtig Spaß habt, nämlich da, wo ihr wohnt, das zeigen wir euch jetzt. Denn da ist es ganz winterlich und es ist super schön an einem der schönsten Plätze Berlins, am Potsdamer Platz. Es ist schon eine ganz besondere Beziehung, die Konstantin Igropoulou zu Berlin und seinen Sehenswürdigkeiten pflegt. Seit dem Sommer wohnt der im rechten Rückraum beheimatete Champions League-Sieger von 2011 unweit des Potsdamer Platzes. Neben dem vorweihnachtlichen Zauber der Winterwelt in unmittelbarer Nähe zum Wohnort ist es die Überlieferung des Erlebten in Foto- und Videoform, die Tino Freude bereitet. Igropoulou ist jemand, der die Dinge, die um ihn herum passieren, genau beobachtet. Einer mit vielen Interessen. Ich habe erst damit angefangen, Videos und Fotos zu machen, als ich weit von zu Hause entfernt gewohnt habe. So bin ich mit meiner Familie und meinen Freunden stets in Kontakt. Wenn ich in Russland geblieben wäre und dort gespielt hätte, wahrscheinlich hätte ich nicht mit dem Fotografieren angefangen. Aber ich will in dem, was ich mache, natürlich immer Qualität abliefern. Natürlich hilft einem Berlin als Stadt dabei sehr, weil es hier sehr viel interessante Kunst zu sehen gibt und hier so viele interessante Menschen wohnen. Die Stadt ist voller Freaks. Das ist etwas, was ich mag. Auf dem Parkett macht er seine Sache stets so gut wie möglich. Igropoulou ist ein Leader, ein Musterprofi, ein Fanliebling. Aber auch einer, der für jeden Spaß zu haben ist. Einer, der sich selbst manchmal auch nicht allzu ernst nehmen will. Ein kleiner Adrenalinstoß gehört für ihn manchmal einfach dazu. Vor mir waren sehr viele Kinder und dann bin ich einfach mal runtergefahren. Es war spaßig, manchmal mache ich Dinge, die vielleicht komisch sind, aber trotzdem Freude bringen. Das Leben wäre sonst einfach zu langweilig. Sowas wie den Hügel runterzufahren bringt Freude. Es ist nichts, was wirklich Inhalt hat, aber ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht und das ist wichtig. Wichtig war für den damaligen Neuzugang vom FC Barcelona vor allem die Anfangszeit bei den Füchsen. Damals im Trainingslager in Island konnte sich der Neue bestmöglich ins Team einfügen, ob beim Wildwasserfahren oder bei diversen Ausflügen. Seitdem ist Tino ein leidenschaftlicher Fuchs. Diese Dinge, die wir damals im Trainingslager gemacht haben, haben uns als Team mehr zusammenwachsen lassen. Auch wenn ich das Wort nicht mag, es war wirkliches Teambuilding. Es war mein erstes Jahr in Berlin, ich war neu und nach dieser Woche war ich ein vollwertiger Teil des Teams. Am Anfang war ich schockiert, zumindest ein wenig, denn mit 16 Leuten in einem Raum zu schlafen, das verbindet. Und diese Erfahrungen haben uns auch auf dem Parkett zu einem besseren Team gemacht. Totally inside in my new team. It was really great. Auf einen kurzen Schock folgten viele schöne Momente. Konstantin Igropoulou ist weiter hungrig auf Berlin, seine Eigenarten und seine vielen netten Menschen und all die Dinge, die man hier erleben kann. Und so wurden natürlich auch die Erlebnisse der Winterwelt gleich für die Nachwelt dokumentiert. Ich begrüße die Fans immer hier mit Willkommen in der geilsten Stadt der Welt. Jetzt haben wir ein bisschen was gesehen, viele tolle Erlebnisse, der Potsdamer Platz. Wie gefällt dir der Potsdamer Platz? Das ist dein neues Zuhause. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Ich bin in the heart of the Berlin, so it must be super. Das für mich ist, ich habe richtig Glück mit dieser Wohnung. Aber richtig Glück, war super, super Wohnung vor kurzer Zeit und ich habe gemacht sofort einen Vertrag mit diesem Platz, wann ich guck erste Mal diese Wohnung war. Alles war super und natürlich mit große Glück. Ich kann nicht sagen, was exakt, aber war richtig Glück. Dann bist du jetzt definitiv bevorteilt bei der nächsten Teampräsentation, denn die ist ja immer direkt am Potsdamer Platz, dann kannst du zu Fuß nach Hause laufen. Ja, natürlich, das war, aber von da ist alles ist 5 Minuten, von da ist alles ist near. Du bist begeistert von Berlin, wir sind begeistert von dem Spielstand heute, 27-23, Sieg für unsere Füchse. Und wie begeistert sind wir in den nächsten Wochen? Was ist dein Ausblick auf die nächsten Wochen? Zum Beispiel Kiel hier zu Hause, wir spielen gegen Melsungen, ihr habt schwere Auswärtsspiele. Erzähl mal ein bisschen, was ihr euch vorgenommen habt.
gib's mir ein bisschen Zeit. So, morgen früh habe ein Training und dann sofort nächste Tage wir haben Spiel. So, für heute ich muss vergessen, wer Handball und bis 10 Uhr morgen. Bitte nicht fragen mehr, heute ist genug. Ihr habt hart gekämpft und ich finde es einfach klasse, weil Konstantin Nikopoulou hat heute sein erstes komplettes Interview auf Deutsch gegeben. Und das ist er, Konstantin Nikopoulou. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Entschuldigung von meinem Deutsch und alles Gute. Vielen Dank.